Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserem Jäger Sinhunter und unserem Hubschrauber. Yes, Weihnachten ist soweit eigentlich rum, beziehungsweise heute ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag und ich hoffe, ihr habt es alle gut überstanden. Ich hatte leider noch keine Zeit, in dem letzten Video die Kommentare auszuwerten. Ich hatte euch ja gefragt, was ihr so alles geschenkt bekommen habt, wie ihr die Zeit verbracht habt und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde mir das angucken. Ich hatte ziemlich ruhige Weihnachten. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. So, mal gucken. Was mussten wir denn hier überhaupt noch machen? Ich glaube, wir waren hier in der Höhle unterwegs. Ich habe es übrigens nicht geschafft, Taschen und sowas zu leeren etc. alles ins Auktionshaus zu tun. Das werde ich dann, denke ich, heute machen. Heute habe ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Und auch ziemlich viel Lust, um ehrlich zu sein. Also heute bin ich auch ziemlich gut drauf, auch wenn ich eigentlich gerade erst aufgestanden bin und entsprechend noch ein bisschen müde bin. Aber das wird, denke ich, schon noch werden. So, hauen wir den Klapp kaputt. Was brauchen wir denn hier noch? Seismischer Bericht von Telgen, unten im Telgenfelsen. Können wir denn hier irgendwo... Nee. Ignorieren, ich will da nichts umstellen. Was müssen wir denn da machen? Holt den seismischen Bericht von Telgen aus Telgenfelsen. Ist der hinten irgendwo in der Höhle drin? Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal unten lang. Da können wir uns das gleich mal aus der Nähe angucken. Ich gehe stark davon aus, dass er da hinten in der Höhle drin ist. Also da hinten in der Höhle. Müssen wir gleich mal gucken. Das Pyrophorerz haben wir auf jeden Fall gleich fertig. Egelwitwe. Oh, ein Ramob. Das gibt Erfahrungspunkte. Schauen wir mal von 32% auf wie viel wir da kommen. Jo, 10% fast, Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Oh, und der seismische Bericht ist, glaube ich, da hinten. Ja, Seismograph von Telgen, sehr, sehr gut. Laufen wir da mal ganz flott hin. Und ja, das ist jetzt ein bisschen doof, wie gesagt. Ich habe keine Zeit gehabt, das letzte Video kommentartechnisch so ein bisschen durchzugucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle schöne Weihnachten hattet soweit. Auch hoffentlich ziemlich viel geschenkt bekommen habt, das ist ja auch immer schön. Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, aber man freut sich natürlich drüber. Das steht ja außer Frage. Ich habe übrigens gesehen, dass wir in der letzten Folge... Ah ja, das können wir direkt mal aktivieren. Habe ich das jetzt aufgehoben? Ja, hat ein bisschen geleckt, alles klar. Das nehmen wir mal an. Ich habe gesehen, dass wir neue Skills bekommen haben. Jetzt bin ich allerdings nicht sicher, welche das sind. Ich werde mir das jetzt gleich mal in Ruhe angucken. Aspekt des Falken hatten wir schon, ne? Ja, hatten wir schon. Geparden... Das Bewegungstempo. Ah ja, das könnte es durchaus sein. Ich glaube, das sollten wir tatsächlich mit 24 bekommen. Wir sind damit deutlich schneller unterwegs. Ihr seht das schon, 30% ist eine Menge. Das Problem ist nur, wenn wir getroffen werden, werden wir benommen. Dann haben wir diese paar Kugeln auf dem Kopf, die sich um unseren Kopf rumdrehen und dann werden wir quasi verlangsamt. Das ist alles andere als cool. Wir müssen das also rechtzeitig, bevor irgendein Kampf oder so losgeht, umschalten. Und Mehrfachschuss hatte ich, glaube ich, gesehen. Feuert eine Geschosssalve ab, die euer aktuelles Ziel sowie alle Gegner im Umkreis von 8 Metern um dieses Ziel trifft. Okay, meine Massenangriffe habe ich ja gerne auf F, deswegen packe ich das da mal drauf. Ich hoffe mal, dass ich damit soweit klarkomme. Das können wir noch looten. Haben wir denn sonst was bekommen? Schauen wir mal. Fass, nee, Gegenschuss haben wir auch. Das ist zum Unterbrechen, das habe ich hier auf meiner seitlichen Maustaste. Mal des Jägers wird automatisch draufgepackt, wenn wir... man kann einen Schuss draufknallen, Rückzug kennen wir auch auf R. Einmal schön nach hinten springen. Schlangengift, Streuschuss. Schlangengift könnte ich ab und zu mal benutzen. Das habe ich hier auf der 3. Das vergiftet ja den Gegner. Und packt so einen Dot drauf. Ein Damage over Time. Debuff. Tier freigeben. Ich glaube, sonst haben wir nichts bekommen, oder? Das waren die zwei Skills. An die Kehle gehen. Erzeugt euer Tier 15 Fokus. Okay. Konzentriertes Zielen. Verringert die durch alle... Okay. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr bekommen, oder? Ja, die zwei. Was ist das hier? Nach Einsatz vom Mehrfachschuss fügen die Nahkampfangriffe eures Begleiters 4 Sekunden lang allen anderen nahen Zielen Schaden in Höhe von 75% seines verursachten Schadens. Oh, okay. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, sobald wir Mehrfachschuss knallen, weiß unser Hubschrauber Bescheid und greift alle Gegner in der Umgebung an mit 75% seines normalen Schadens. Sehr, sehr cool. Ich kann das jetzt mal probieren. War das jetzt ein Mehrfachschuss? Ich habe keine Ahnung. Wie viel Cooldown haben wir da denn überhaupt drauf? Gar kein Cooldown. Verbraucht nur 40 Fokus. Das ist schon eine Menge. Das ist schon wirklich eine Menge. Arcana Schuss sind gerade mal 30 im Vergleich dazu.
Oh, das ist normales Erz, was wir sammeln können, alles klar. Ich habe nur die Befürchtung, dass unsere Taschen gleich voll sind. Ja, das hat aber gerade noch so geklappt. 70 von 70. Ich hoffe, dass es in der einen Basis irgendeinen Verkäufer gibt. Weil ansonsten habe ich jetzt gleich ein ziemlich großes Problem. Sonst habe ich jetzt nämlich tatsächlich gleich ein ziemlich großes Problem. Oh, ich bin immer noch im Aspekt des Geparden. Ich muss da wirklich drauf achten, dass ich da vorsichtig bin. Weil wenn wir angegriffen werden, ist das schon pretty risky. Ich kann mich, denke ich, eh aufmounten. Das geht deutlich schneller. So, gehen wir das Zeug mal ab. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da hinten einen Verkäufer gab. Und ich finde es schön, dass sich unser Tier direkt auf Passiv stellt, wenn wir aufgemountet sind. Dass der dann nicht irgendwie bei einem Gegner hängen bleibt und den angreift, obwohl wir wegreiten. Ja, ist so ein bisschen durchdacht ist das alles schon. So, schauen wir mal, da können wir wegfliegen. Wer bist du? Schnucki. Nee, ich glaube, hier können wir nichts. Doch, hier können wir was verkaufen. Sehr, sehr gut. Machen wir direkt mal, bevor ich hier überhaupt die Quests abgebe. So, das Zeug werde ich irgendwie, weiß ich nicht, ins Auktionshaus packen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Wir brauchen Beweglichkeit und Ausdauer auf Sinhunter, ne? Angriffskraft um 66. Tatsächlich. Dann können wir mal gucken. Das ist schlechter als unseres. Können wir generell mal gucken. Int Ausdauer, Stärke, Ausdauer Int. Intelligenz, Willenskraft, Angriffskraft. Okay. Das ist aber Stoff, ne? Nee, das ist Kette, das können wir noch gar nicht tragen. Das ist erst ab Stufe 40, glaube ich. Können wir uns noch mal ganz kurz angucken. Ich glaube, ab Stufe 40 können wir das, oder? Können wir nur Leder tragen als Jäger? Ab Stufe 40 können sie zudem erlernen, Kettenrüstung zu tragen. Alles klar, okay. Stufe 40. Dann können wir das hier alles mal verkaufen. Das brauchen wir nämlich nicht. Ein bisschen was von hier könnte ich auch verkaufen, wo ich mir weiß, dass ich die eh nicht ins Auktionshaus packe. Das ist einmal das hier. Verdorbene Lederfetzen, muss ich mal gucken. Das Fleisch brauche ich alles nicht. Dann die Spinnenbeine brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, ja, den Trank brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Das ist ein weißer Trank. Den kauft auch im Auktionshaus niemand. Aber wir können da trotzdem mal gucken. Wenn da vielleicht halbes Gold reinfließt, dann hat sich das schon gelohnt. Muschelfleisch kann man verkaufen. Ich weiß, dass man das Fleisch auch ziemlich teuer im Auktionshaus verkaufen kann, aber ich weiß nicht. Das ist mir zu lästig irgendwie. Ich mache auf andere Weise Geld, das ist kein Problem. So, mal gucken. Wille und da haben wir Ausdauer. Dann nehmen wir das, was uns am meisten Gold bringt. Einmal das hier. Und dann geben wir das Zeug auch nochmal ab. Und ich denke, dann sind wir hier soweit auch fertig und können ins nächste Lager. Ja, tut mir doch nicht weh. Intelligenz, da haben wir Trefferwertung drauf. Ach, da haben wir ja eh unser Erbstück, von dem her ist wurscht. Müssen wir eh nicht tragen. Ja, ich denke, dass wir hier fertig sind und dann ins nächste Lager weiterlaufen können. Mal gucken. Ja, er hat noch eine Quest für uns. Liefert Fließmeißels Bericht bei Hauptmann Starkfaust im Hafen von Manetil. Okay. Werden wir hier hintergeschickt nach Westen. Also nicht da nach oben. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir dahin. Verkaufen wir noch ganz schnell das Zeug, was wir bekommen haben. Das brauchen wir nämlich nicht. Einmal das, einmal das. Jo, den Rest. Ja, Schneebälle. Wie war es eigentlich bei euch? Also bei uns verstrahlt Sonnenschein die letzten Tage. Da ist wie letztes Jahr eigentlich nichts von Weihnachten gewesen, so gesehen. Das ist mal wieder ein bisschen traurig, finde ich. Aber das ist ja das Schöne an Weihnachten, dass es, wenn es halt richtig schön weiß ist und weiße Weihnachten mit Schnee, auch gern ein bisschen kalt, dass man sich kuscheln kann. Aber das war jetzt die letzten 2 Jahre überhaupt nicht der Fall. Wie war das denn bei euch mit dem Wetter? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube aber, es war deutschlandweit eigentlich ziemlich gutes Wetter, ne? Soweit ich das mitbekommen habe. Also gehe ich mal stark davon aus, dass bei euch allen auch nicht sonderlich viel Schnee war. Wenn überhaupt nur ein bisschen was. So, Schlückchen Kaffee, wir ziehen an. So, dann gucken wir mal. Ja, Manichil. Dauert jetzt eine Weile, bis wir da hinkommen. Ein bisschen ärgerlich. Müsst mir echt mal angewöhnen, solche Passagen hier einfach rauszuschneiden. Aber ich lasse das jetzt mal drin. Wir können ja hier einfach am Berghang entlanglaufen.
Da können wir den Weg noch ein bisschen verkürzen, denke ich, statt wenn wir da oben lang laufen. Wobei wir natürlich auch einfach hier Halt machen können und da weiter questen können, statt jetzt einfach nach Manitou zu laufen. Das können wir ja irgendwann später abgeben, wenn wir da tatsächlich hinkommen. Jetzt bleibe ich hier gerade hängen. Na, ich würde sagen, das machen wir tatsächlich. Weil die Quest hat ja keine Eile. Das ist zwar eine grüne Quest, aber gut, soll uns jetzt nicht interessieren. Würde ich sagen, nehmen wir hier einfach die Quests an und dann kann es hier abgehen. Was ist das denn? Runzer des Drachenmals. Okay, die werden wir wahrscheinlich gleich töten müssen. Nachdem wir hier die Quests angenommen haben. So, erstmal den Flugpunkt natürlich. Könnte durchaus auch sein, dass Manitil freigeschaltet ist als Flugpunkt. Schauen wir mal. Nee, ist noch nicht freigeschaltet. Alles klar. Rithiel, der Sumpfhüter. Der war früher, glaube ich, mal feindlich gesinnt. So, töte 10 modernde Morastbestien, okay. Und 12 Welpendiebe des Drachenmals. Sonst haben wir hier nichts. Alles klar. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ja, laufen wir erstmal dahinter. Vielleicht kann ich jetzt auch mal den Mehrfachschuss ausprobieren. So, mal gucken. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, dass er den abgespottet hat. Ja. Yes, yes, yes. So, jetzt hat der auf jeden Fall Aggro. Komm, zieh nochmal an. Das ist doch alles easy. So, Mehrfachschuss. Bam. Na, ich denke, das macht schon Schaden. Ich kann das jetzt gerade nicht einschätzen. Da fliegt gerade jemand rum. Pyrizion. Boss Drachkin. Oh, fuck, wie viel Leben hat denn der? 13.300. Das ist natürlich eine Menge. Das ist natürlich eine Menge, Freunde. Ich muss ein bisschen auf mein Leben aufpassen, glaube ich. Ich kann mich, soweit ich weiß, nicht heilen, oder? Hubschrauber ist auch ziemlich im Arsch. Tier heilen. Wird da jetzt geheilt? Ich glaube schon, oder? Heilt euren Begleiter im Verlauf von 10 Sekunden um 25% seiner gesamten Gesundheit. Verfüttert eurem Tier die ausgewählte Speise, wodurch es 50% seiner gesunden Gesundheit regeneriert. Kann nicht im Kampf verwendet werden. Okay. Da muss ich auch mal langsam gucken, wie ich das, handle. Weil ansonsten stirbt uns Hubschrauber irgendwann weg und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn heilen kann. Das hat auch irgendwie keinen Cooldown, ne? Verbrauche ich dafür irgendwie Essen oder so? Nee, Tier heilen. Das hat ja überhaupt keinen Cooldown. Was ist das denn für eine vereinfachte Scheiße? Das kann ich ihm ja jederzeit draufknallen. Ja, jetzt hat er den Buff drauf, super. Hä, das ist ja krass, wie heilig den denn bitte die ganze Zeit? Ein bisschen unrealistisch, wenn ich ehrlich sein soll. Aber gut, was ist in WoW schon realistisch, ne? Brauchen wir eigentlich nicht drüber streiten. So. Gut, ich denke, das werde ich jetzt in Zukunft einfach öfter benutzen. Das ist ja eigentlich ganz, ganz cool soweit. Ja. Ist, finde ich, ein bisschen overpowered, wenn ich ehrlich sein soll, aber ansonsten. So, mal gucken. 5 brauchen wir noch. Na, der kämpft da mit einem. Mit einem Drachenbaby. Das soll uns jetzt mal nicht interessieren. Kann ich Fass machen? Nee, dafür brauche ich 40 Fokus, okay. Ich dachte, da braucht Hubschrauber 40 Fokus. Jetzt werden wir von da auch noch angegriffen. Habe ich den gerade rangepult oder was? Oh, ich könnte einen Mehrfachschuss rausknallen. Hubschrauber kriegt auch mal ein bisschen Heilung. So, alles klar. Ja, das läuft schon. Das läuft schon soweit. Was ist denn dieser Welpenruf? Der verplant mich so ein bisschen. Na ja, gut, 2 brauchen wir nur noch. Hubschrauber wird mal wieder geheilt. Ich kann natürlich, wenn ich angegriffen werde von Gegnern, Streuschuss rausknallen. Der macht die dann 4 Sekunden lang ein bisschen ballaballa. Kann ich auch mal zeigen. Pam. Ja, genau, er ist jetzt so ein bisschen verplant. Okay, coole Sache. Dann hört er aber, glaube ich, auch auf, Hubschrauber auf anzugreifen. Soweit ich das jetzt einschätzen kann. Sah zumindest gerade so aus. So, lass mal schnell weggehen, bevor er uns angreift. Alles klar. Was müssen wir denn noch machen? Marodeure töten.
Nee, modernde Morastbestien, nicht Marodeure. Denke, das schaffen wir in der Folge noch, oder? 20 Minuten? Ja, 5 Minuten haben wir noch. Und ja, ab dieser Woche natürlich Sinhunter wieder 20 Minuten. Das war ja die letzte Zeit nur ein bisschen zeittechnisch ein bisschen ein Problem. Deswegen habe ich da die 15 Minuten Folgen reingeschoben, aber so ist das eigentlich normal überhaupt kein Problem. Von denen brauchen wir eh nicht viel, 10 Stück, das ist schnell gemacht. Könnte aber tatsächlich hier so ein Schlangengift draufknallen. Das macht 700 Schaden. Faulender Schwamm. Ich glaube, ich sollte da weglaufen, oder? Kann ich das angreifen? Nee. Bringt zumindest nichts. Oh, und Level Up. Wunderbar. Glyphen haben wir freigeschaltet. Sehr gut. Bin ich auch mal gespannt, was es für Glyphen für den ja, Hunter gibt. Muss ich mir dann in Ruhe mal angucken. Dann werde ich euch, denke ich, demnächst mal mitteilen, für was ich mich entscheiden werde. Ja, ein bisschen was haben wir auf jeden Fall zur Auswahl. Bin ich mal gespannt. Ich weiß, dass ich den da hinten noch nicht gelootet habe. Das habe ich nämlich nicht vergessen. Ich wollte nur nicht, dass der Pilz gerade in die Luft geht. Wenn Hubschrauber daneben steht. Muss ja jetzt nicht unbedingt Schaden fressen, der kleine Mann. So, wir brauchen noch 7 Stück, okay. Würde ich sagen, knallen wir die jetzt ganz flott durch. Und den unterbrechenden Schuss könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Nee, können wir nicht, okay. Also Stun kann ich ihn scheinbar nicht, beziehungsweise abhalten davon, dass der quasi da durchzaubert. Das hat jetzt nämlich nicht geklappt, dieser Gegenschuss. Ein Schuss, der Zauber unterbricht. Das war wohl auch kein Zauber dementsprechend. Also diesen Pilz zu platzieren. Ja, Hubschrauber hört auf, den anzugreifen. Sehr interessant. Sobald ich ihn benommen mache, hört Hubschrauber auf. Coole Sache auf jeden Fall. So, mein Lieber, jetzt bleibst du mal ganz kurz passiv. Ich mag den dann nämlich rausholen. So, jetzt kannst du drauf gehen. So, easy. Alles klar. Wo haben wir denn noch drei? Kann ich die Dinger eigentlich? Nee, die benötigen Kräuter sammeln. Okay. Die benötigen Kräuter sammeln. Mal gucken, wo es hier noch welche gibt. Wir haben es ja eh gleich geschafft. Es wäre mal interessant zu wissen, wann die Dinger explodieren. Ich glaube, ich schaue mir das gleich mal an. Ich glaube, ich schaue mir das gleich mal an, bevor ich da drauf gehe. Die Dinger gab es, soweit ich weiß, auch in den Zangarmarschen. In der Scherbenwelt. Ich glaube, ich lasse den Pilz jetzt einfach mal in die Luft gehen. So, da schauen wir uns das mal an. Das Spektakel, ich gönne mir dabei mal ein Schlückchen Kaffee. Vor allem wäre es interessant, in was für einem Radius das Ding explodiert. Ach ja, gar nicht. Da verteilt er einfach nur ein bisschen Gift um sich rum. Okay. Ist jetzt nicht allzu gefährlich, wenn ich ehrlich sein soll. So, ein Viech brauchen wir noch. Wo gibt's die denn noch? Das wäre jetzt doof, wenn wir hier keinen finden würden. Ich mount mich mal ganz kurz auf und such mal nochmal ganz schnell einen. Und dann können wir, denke ich, in der Folge noch die Quests abgeben. Ja, da im Norden sollte es noch was geben, ja. Hab ich hier in der Nähe noch irgendwas? Nee. Dann holen wir uns einfach ihn hier. Okidoki. Sehr gut.
Damit haben wir die beiden Quests auch erledigt. Ich würde sagen, wir geben die tatsächlich in der Folge noch ab und dann werde ich, denke ich, gleich mal offscreen ein wenig Richtung Eisenschmiede gehen. Ein bisschen, ja, den Rucksack leer machen, die Rucksäcke. Und dann muss ich mir mal gucken, muss ich mir mal angucken, was wir uns für Glyphen besorgen für Stufe 25 jetzt gleich. Und ich denke, in der Folge vom am Samstag wird das dann alles soweit ready sein. Was haben wir denn hier? Stärke, Intelligenz und Beweglichkeit. Wir nehmen natürlich das mit Beweglichkeit. Rüsten den Ring auch gleich aus. Tötet 8 zügellose Feuerelementare. Können wir denn hier noch ein bisschen mehr annehmen als nur bei den beiden? 7 Moosfeuer, okay. Schauen wir mal ganz schnell. Nee, hier scheint es sonst nichts zu geben. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns am Samstag um 14 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.